Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu irgendwas, bla bla, keine Ahnung, wie das Drecksgame heißt. Weiter geht's. Ich will es einfach nur hinter mich bringen. Ich weiß gar nicht warum, aber. Wir müssen zu den Bunkern. Sind auf DEFCON 2. Sie haben alles versucht. Noch nicht. Einen letzten Trumpf habe ich noch. Verschwinden Sie, Viva. Ich habe versagt. Wollen Sie mit ihm sterben? Ihre Entscheidung. Das sind also Viva und Sonnenbrillenmann gewesen. Verdammt! Justin Warum Weaver. Erinnern Sie sich nicht? Reznov ist tot, Mason! Hören Sie mich! Er ist tot! Viva hatte recht und schreckt die Zeit davon! Das waren die Russen. Ich kenne sie. Sie sind kein Verräter. Tja, man kennt es hier nicht, Bro. Die Zahlen, Mason, was bedeuten sie? Was habe ich gesagt? Irgendwas ist in diesem Raum und von da aus geht's los und wir spielen endlich mal wirklich so als Mason. Was bedeuten sie? Ey, so ein schlechtes Spiel habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. So ein riesiger Haufen Koala-Kacke ist mir noch nie unter die Finger gekommen. Reznov! Wo sind sie? Also, Modern Warfare 2 habe ich nicht schlecht in Erinnerung. Die Kampagne auch. Also, vielleicht bin ich aus dem Alter raus, keine Ahnung, aber ich reg mich nur auf in diesem Game. Ihr merkt es ja selber. Ich hätte sie in Borkuda töten sollen. Ich kann das Game absolut nicht ernst nehmen. Ich kann Leute, die es mögen, nicht. Ey, das ist doch. Ich erinnere mich. Es ist halt ist echt nur ein Rant gegen dieses Game, aber. Schaut euch da einfach an. Was soll das? Und wo liegt denn das Problem? Deine russische Aktion ist das Problem. Auf unsere Befehle. Und vorhersehbar. Er ist erstaunlich widerstandsfähig. Wieso? Er ist einzigartig. Ungewöhnlich. Nur wenige verfügen über solche Willenskraft. Die anderen Testsubjekte waren beugsamer. Wenn er den in den Säulen versteckten Befehlen nicht folgt, ist er nicht von Nutzen für mich. Lasst ihn verrotten. Bringt ihn in seine Zelle. Schmerzen! Oh Gott! Diese Schmerzen! Weiter! Zum Ziel! Oswald! Kompromittiert! In Vorkuta sind wir alle Brüder. Reznov, können Sie dem Amerikaner trauen? Auf jeden Fall. Er und wir sind uns ähnlich. Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Betrogen, vergessen, verlassen. Sie werden überleben. Sie müssen. Wir sind Brüder, Miss. Wir sind gleich. Kennedy. John. Fitzgerald. Man sagte mir, sie seien ihr Bester. Überall. Wann soll ich hintreten? Also in Zukunft, wenn ich mir denke, dass ein Game mir nicht gefallen wird, dann höre ich einfach auf mein Gefühl, denn es täuscht mich eigentlich nie. Und dann spiele ich es einfach nicht. Jetzt zufrieden, Mason? Nein, noch nicht. Nicht, bis ich die Leiche sehe. Nein, nicht, bis ich meinen Laptop zerschlagen habe wegen dem Ding. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich muss meine Tastatur zerbeißen, dann freue ich mich erst. Dann bin ich zufrieden mit diesem Game. Wir wollten beide dasselbe. Der Schmerz tut weh, nicht wahr?
Schon ein bisschen. Wir sind Brüder, Mason. Wir sind gleich. Beste Lip-Sync ever. Dragovic unterzog sie einer Gehirnwäsche, aber Reznov hatte eigene Pläne. Mason. Reznov. Wie konnten Sie aus Vorkuta entkommen? Wie gedacht, Sie werden wiederzusehen. Er war nie in Vietnam. Er war Überläufer der Nummer 68 und starb beim Angriff auf das McQueen. Er war nie in den Rattentunnel. Stimmt ja nicht mit dir. Jo, ich habe ihn keinen nur eingebildet, oder was? Wie ich gedacht habe. Wir können ihn nicht entkommen lassen! Er war nie auf der Insel der Wiedergeburt. Mein Name ist Victor! Nein! Mason! Mein Name ist Victor! Wir haben also einfach in so einen Schütze gespielt die ganze Zeit. Viktor Reznov ist seit 5 Jahren tot. Er starb bei der Flucht aus Vorkuta. All die Jahre dachten sie, er wäre bei ihnen. Aber das war er nur in ihrer Vorstellung. Ich habe ihm vertraut. Deshalb hat es funktioniert. Ein Experiment über Bewusstseinskontrolle. Dragovic programmierte sie darauf, Kennedy zu töten. Doch Reznov sabotierte sie. Er wollte Rache für das, was Dragovic ihm angetan hatte. Dragovic, Kravchenko, Steiner. 3 neue Opfer. Es gibt Lücken in ihrer Erinnerung. Zeiten, in denen sie verschollen waren und wir sie nicht finden konnten. Jetzt, wo die Gehirnwäsche gebrochen wurde, werden sie sich erinnern. Wir müssen gehen. Der Nova 6-Angriff steht kurz bevor. Hunderte von Schläfern in allen Staaten werden das Gift schon bald gegen unsere Landsleute freisetzen. Nach Steiners Tod verloren wir unseren Schlüssel zu den Zahlenübertragungen. In Vorkuta wurden sie darauf programmiert, die Zahlen zu übersetzen. Nur sie können uns sagen, was die Codes bedeuten. Nova 6 war nur ein Schläfereinsatz. Es gab sicher noch andere, von denen wir nichts wussten. Wir haben die Übertragungen. Wir haben sie ihnen stundenlang immer wieder vorgespielt. Aber wir konnten ihre Programmierung bisher nicht brechen. Mason, das ist unsere letzte Chance. Hören Sie um Himmels Willen noch einmal zu. Ich höre schon stundenlang eurem Gelaber zu. Die meiste Zeit des Spiels steuere ich nicht mal selber, sondern hänge in irgendwelchen beschissenen Sequenzen fest. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Oder kann nur W drücken, um nach vorne zu gehen und die Kamera steuere selber. Ich kenne Sie! Vorkuta! Sie wissen nicht, was wir Ihnen angetan haben! Ja, jetzt schon, Herr Doktor. Dem Subjekt wurden erfolgreich das Wissen zur Übersetzung der Zahlenfolgen eingepflanzt. An alle Agenten. Unsere neuen Verbündeten in Kuba haben uns die Errichtung einer neuen und dauerhaften Sendestation in ihrem Gebiet gestattet. Von jetzt an werden bis zur Initiierung von Projekt Nova sämtliche Befehle von der Rusalka gesendet. Unser Plan, das Herz des Westens anzugreifen, wird ausgeführt. Wartet auf weitere Befehle. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Betrachten Sie ihn als Geschenk. Unser Anzug beziehen. 22. Und dauerhaften Sendestationen in ihrem Gebiet gestattet. Sämtliche Befehle von der Rusalka gesendet. Ich weiß, wo der Zahlensender ist. Es ist ein Schiff. Habe es vor langer Zeit gesehen. Die Rusalka. Wo? Kuba. Yeah, Sonnenbrille. Du bist der Held. Die Kommunisten sind eine große Bedrohung. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Unser Plan, das Herz des Westens anzugreifen, wird ausgeführt. Er muss aufgehalten werden, Mason. Er kennt keine Angst, kein Gewissen, keine Schwäche. In ganz Amerika verfügt Dragovic über Schläferzellen, die auf das Zeichen warten, Nova 6 freizusetzen. Man sagte mir, Sie seien der Beste. Überall. Dragovic, Kravchenko, Steiner. Der werden Sie sein müssen. Diese Männer müssen sterben. Mr. Mason?
Gefahr. Wir haben Sichtkontakt zu Rusalka. Verstanden, Yankee 1. Nähern uns. Mason, übernehmen. Formation beibehalten. Wir nähern uns dem Zahlensender. Was? WSD? V? Maus? Was willst du von mir? Scheiße! Stehen unter schwerem Beschuss! Sie haben uns scheinbar erwartet. Yankee Team, Echelon rechts angreifen. Verstanden, Alpha! Brechen aus! Ach du Kacke, ich soll jetzt mit dieses Schiff bombardieren oder was? Mehr Ziele auf der anderen Seite, okay. Ach du Kacke, es hätte schon längst untergehen müssen. Schon dabei. Raketenwerfer auf dem Oberdeck. Yankee-Team in Position. Los, los, los. Ja, weg mit dir. Weaver! Yankee Team in Position! Alpha, wir leisten Unterstützung. Over. Bis dann. Rücken vor. Boah, Hauptsache man kann die Höhe nicht mehr steuern. Bringen Sie uns zur Backbordseite. Rüber nach Backbord. Feuer frei! Yankee 1, vorne! Ist das eigentlich ein feindlicher Helios? Unserer? Keine Ahnung. Alles klar. Rücken vor. Wir müssen wieder ran. Ach so, ich muss die Boys da am Boden beschützen. Ach du Kacke, ey. Los, los, los! Wir müssen näher ran. Feuer frei! Raketenwerfer auf der Brücke. Perfekt. Danke für die Hilfe, Alpha. Wie wär's, wenn ich mein Fadenkreuz immer sehen kann? Wie wär's damit, hä? Erledigt. Yankee Team in Position. Auf dem Weg zu den unteren Decks. Over. Verstanden, Yankee. Alpha-Team ist direkt hinter ihm. Ein Hain! Ausweichmanöver! Ach du Kacke! Yankee 2, auf den Hain feuern! Ausweichmanöver! Was für ein Ausweichmanöver, Mann. Ich kann hier nur vor, zurück, links, rechts. Ich kann nicht mal die Höhe kontrollieren. Position! Auf dem Weg zu den unteren Decks! Over! Verstanden, Yankee. Alpha-Team ist direkt hinter ihm. Da ist doch der Hain, oder? Warum sehe ich den noch nicht offiziell? Wo ist mein Fadenkreuz? Ausweichmanöver. Nix Ausweichmanöver. Immer drauf da. Hey, was ist denn mit diesem Fadenkreuz los? Was? Wohin? Boah, Leute. Ja, ich bin auch da. Raus aus dem Helikopter! Spring! Los, los, los! Ja, alles brennt und explodiert. Wir springen und das rettet uns natürlich. Alles kein Problem. Setz dich unter Deck mit Weaver. Aha. Yankee Team, Lagebericht. Rücken durch Deck 2 vor. Kein Zeichen vom Sender. Er muss hier. Famas, geil. Er ist hier. Weiter so. Beste Waffe. Oh boy. Kontakt! Verdächtige Kisten! Falsches Spiel! Auf nach oben auf dem Steg! Ich hab ihn im Auge! Guter Schuss! Das Ziel auf dem Steg! Ich dachte, wir treffen uns unter Deck. Ach komm schon. Wo? Oh Gott. Wer schießt denn da auf mich? Der verkackte Heli oder was? Oh, ach so, ich soll das Ding nehmen. Sag's doch gleich. Wo sind die Scheißdinger denn?
Ach, komm schon. Ey, diese verkackte Steuerung. Ja, ich habe nicht mal mehr genügend Munition, um die beide abzuschießen. Ja klar, ich schieß durchs Rohr. Ey, ist das jetzt dein Ernst? Ey, ich rast gleich aus. Was ist denn das für eine Steuerung mit dem Ding? Ey, ist doch lächerlich. Das ist doch einfach nur behindert. Jetzt auf einmal geht's, oder? So eine Scheiße habe ich ja noch nie gesehen. Wo ist meine Kackwaffe? Ey, das sind doch auf einmal natürlich keine explosiven Kisten. Na klar, was sonst? Hier, weg mit euch. Na, die scheiß Granaten bringen ja auch nichts. Ja, sauber. Läuft bei euch. Hudson, sehen Sie sich das an! Was ist das? Scheiße! Ja, das ist scheiße, ich seh's. Schwingt eure Ärsche hier runter und zwar schnell! Wir sind unterwegs. Wow, fucking hell. Alter. Vorsicht mit der Waffe! Was fragen Sie? Ihr schießt euch! Was, verpisst euch? Ja klar, der lebt noch, natürlich. Warum nicht? Ja, stopp. Ja, Roger. Ja, hier muss man ja durchhetzen wie ein Bekloppter. Schaut mal, jetzt kriege ich hier die ganze Zeit, werde ich beschossen und nichts passiert. Ich bin immer noch am Leben, warum auch immer. Aber andererseits gibt es ja wieder Situationen, wo ich zwei Patronen abkriege und tot bin. Versteht ihr wenigstens ein bisschen, warum ich mich aufrege? Diese kugelsichere Reling kotzt mich auch an. Nur natürlich nicht für mich, klar. Ich werde dadurch getroffen, aber die können sich dahinter verstecken wie hinter einem Panzer. Hier, krepiert ihr Schweine. Schaut sich an, der lebt noch. Das Ding kann 10 Kilometer neben mir einschlagen, ich sterbe. Wo ist das Schwein? Hier, friss. Oh fuck, lauf! Ich öffne Tür!
Komm raus. Verdammter Abschaum. So, nächste Waffe. Was ist das für eine? Ja, wir sind da und jetzt. Dieses Schiff ist mehr als wir dachten. Die Sendestation. Sie liegt unter uns. Scheiße! Scheiße! Dragovic beginnt mit der Übertragung. Kommando, hier Alpha 1. Wir haben die Rosalka als Übertragungsquelle bestätigt. Starten Sie den Luftangriff. Wir verschwinden hier. Nicht jetzt. Wir müssen Dragovic finden. In weniger als 15 Minuten wird die US Navy hier alles in die Luft jagen. Vor 5 Jahren in Baikonur habe ich schon mal nicht den Tod verifiziert. Und die Gehirnwäsche haben Sie sicher hinter sich? Spielt das eine Rolle? Das Schwein muss sterben, ein für alle Mal. Raus hier, Weaver. Wir bringen es zu Ende. Yo! Ist klar, wir fallen einfach unter Wasser. Alles kein Problem. Sie übertragen von der Oberfläche aus. Darum konnten wir die Sendestation nie finden. Das Gebäude unter uns. Es ist mehr als nur ein Sender. Es ist eine Versorgungsstation für die russische U-Boot-Flotte. Ein Teil von Dragovichs Invasionsplan, nachdem das Nova 6 eingesetzt wurde. Habe ich jetzt auch Waffen unter Wasser? Ich kenne ihn mal zur Seite wieder. Ich kann einfach nur geradeaus steuern und der schwimmt dann schon dahin, wo er hin muss. Ach du Kacke. Da ist er. Weg mit dir. Ja, erstmal hoch. Wer die Höhe beherrscht, beherrscht die Tiefe. Wir wissen ja, wie es läuft. Kann man hier durch? Natürlich nicht. Wer bist du? Bestätigter Treffer. Okay, es bringt auch nichts hier zu sein, wie es aussieht. Also jetzt auf einmal müssen die Türen offen, oder was? Ja klar, ich kann die ja nicht selber aufmachen. Müssen irgendwelche anderen Mongos für mich machen. Was redest du für eine Scheiße? Держи путь!
doch nicht euer Ernst. Ja, blend halt noch mehr, oder? Das Kapier. Ja, haben wir's bald mal? Ey, die können ja echt überall sein hier. Oh boy. Jage sie hoch! Ziel ausgeschaltet. Die Leiter rauf. Wow, so im Aufwasser? So nee, so die Spiegelung. Ziel ausgeschaltet. Bestätigt der Treffer. Ja, wackelt halt noch mehr. Ach du Kacke, weg hier! Wo sind meine ganzen Kollegen? Sind die auf einmal weg oder was? Ich sehe halt nix. Wegen der Spiegelung, wegen dem Gewackel und wegen den Mongos hier. Irgendwas mit einem normalen Visier? Ja, geht doch. Boah, Alter. Die haben natürlich perfekten Aim, auch wenn hier alles wackelt und ruckelt. Oh, fuck. Ja, komm, sehr ruhig hier. Einer lebt noch mindestens. Ja, überall ist hier Strom. Scheißegal, interessiert ihn nicht. Weiter, wir müssen die Übertragung verhindern. Oh, geh doch rein. Da ist keiner mehr verletzt, Kollege. Die sind alle tot. Ey, du frisst ein ganzes Magazin, Mann. Was ist denn los mit dir? Hier, stirb. Haben wir's jetzt, ja? Scheiße, so Roger. Dragovic, Sie hätten mein bester Agent sein sollen. Das hätte alles leichter gemacht. Dragovic! Ich werde Sie töten. Sie haben mich nicht in den Griff bekommen. Sie können sich doch
Sie wollten mich gegen mein Land einsetzen. Sie wollten mich meinen Präsidenten ermorden lassen. Wollten? Haben Sie es ganz sicher nicht? Was? Umschalten und V? Hallo, Schmeißen! Mason, hier lang! Wir müssen uns beeilen, Mason! Ja, ja. Lauf weiter. Los, 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 los! Wow. Beeilt. Übergeil. Ja klar, die tauchen aus der Tiefe einfach so auf. Mason! Mason! Sie haben es getan, Miss. Das, was ich nicht konnte. Leben Sie jetzt. Es gibt noch so viel zu tun. Klar, die Trümmer fliegen mir auf den Schädel. Völlig egal. Mason! Geschafft! Wir haben gewonnen. Fürs Erste. Zero, 11, 24, 11, 1, 7, 19, 20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11. Ja, Leute, das war Call of Duty Black Ops. Es ist eigentlich alles gesagt. Genießt die Credits, haut rein. Change. Killed the Tsar and his ministers.
the disposable. Summer's Eve, Mass and Gale. Shady's got the mass appeal, baby. Crank the shit, cause it's your goddamn jam. You say that you want your punchlines a little more compact. Well, shorty, I'm that man. These other cats ain't metaphorically why I'm that man. I gave Bruce Wayne a Valium and said, settle your fucking ass down. I'm ready for combat, man. Get it, combat, man? Nah, ain't nobody who's his mom and ass nuts. Lines are like moms, cats, cans, cause they fucking go bananas. Honey, I bought that ass. Swear to God, man, these bros can't dance. My, show them how it's done. Spaz like a goddamn Taz, yeah. Und die Welt bleiben nicht stehen. Der Wandel ist das Gesetz des Lebens. Und all jene, die nur Vergangenheit und Gegenwart betrachten, werden die Zukunft verpassen. Ich sagte, werden die Zukunft verpassen.
Das habe ich verpasst. Premierminister Castro, die Kuba-Krise hat das fast zum Überlaufen gebracht. Wir haben uns fast in die Luft gejagt. Wir haben Sie heute eingeladen... In gutem Glauben? In gutem Glauben, alles beilegen zu können. Und was macht der hier? Er hat verloren! Ich sage immer, vergib deinen Feinden, aber vergiss nie ihren Namen. Gentlemen, ich glaube fest daran, dass in der langen Geschichte der Welt nur wenige Generationen... Klingt, als ob jemand einbricht. Nur ein Sturm, Dick. Setzen Sie sich. Mein Gott! Anscheinend ist jemand ins Pentagon eingedrungen. Zombies. Gentlemen, in Zeiten wie diesen brauchen wir präventive Vergeltung, um jegliche Form der Aggression zu verhindern. Gentlemen, durchladen und entsichern. Viva la Revolution! Irgendwelche letzten Worte, Mr. President? Ja, Jack. Überschwängliche Worte der Inspiration für unsere treuen Truppen. Betet nicht für ein einfaches Leben, meine Freunde. Betet für mehr Stärke. Energiekritisch. Hauptsysteme offline. What the fuck did I just witness? Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Macht Zombies? Licht? Im Pentagon? Wo ist es, die Waffenkammer hier, die er aufgemacht hat? Da war mal eine Waffe oder was? Okay, was passiert hier gerade? Are you fucking kidding me? Gut, Leute, was damit hat, auf sich hat, werden wir im nächsten Teil uns mal anschauen. Es könnte meinen Eindruck davon nicht verbessern. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Zombie Killer im Pentagon. Wow. Hallo? Wie ist mit Sterben? Barriere? Ach so. Was? Kaufen? In all meinen Jahren bei der Navy habe ich niemals etwas derart Fischiges probiert. Was passiert hier? Also ich repariere das Loch hier. Oh boy! Ja, wie wär's mit neuen Waffen? Ich könnte Munition gebrauchen. Ich hab gar keine mehr. Ich werde dich ein bisschen aufräumen. Nice one. Wow. Ich bin ein Berliner. Spielen wir gerade ernsthaft Kennedy? Das bringt sogar Geld. Das kostet uns nichts. Das bringt uns Kohle. Geil. Aber bringen die Viecher irgendwie was? Ja, komm. Wir können hier also reparieren. Und das bringt uns Geld. Und wo kommst du her? What the fuck are you? Aber ich will das haben. Oh boy. Scheitere erbärmlich, erreiche Großes. Junge, schreie nicht so. Wo war denn jetzt hier? Hier kommt man auch irgendwo noch ein Sturmgewehr zu kaufen. Hier. Ich bin ein Idealist. Mit einem Scharfschützengewehr. Hä? Wo ist es? Ein paar Kugeln könnten hier nicht schaden. Die Schrotflinte? Die muss ich auch extra kaufen, oder was? Aber ich will das haben! Ah, ich habe nicht genug Kohle. Wo sind die Viecher? ist dein Ernst? Aber vergiss nie, niemals ihren Namen!
Okay, weiter Barriere bauen. Autsch. Was? Wiederbeleben? Ja, wie denn? Wie kann ich mich denn wiederbeleben? Ich hab ein leichtes Leben gehofft. Ich wollte nur etwas stärker sein. Schmerzen gehen vorüber. Stolz hält ewig. Ich sehe ein Amerika, das keine Angst hat vor Schönheit und Anmut. Aber ihr Bestien seid nicht hilfreich. Black Ops Zombie. Game over. Sie haben drei Runden überlebt. Deschenia ist mein Teamname. Punkte, Abschüsse, Volltreffer. Was war denn das jetzt, bitteschön? Energie kritisch. Nein, was soll denn der Scheiß? Okay, das war also Black Ops. Also... Das mit dem Steuern von... Oh, halt deine Schnauze! Das... Ey, ich will gar nichts mehr über dieses Game sagen. Einen größeren Haufen Dreck habe ich noch nie gespielt. Sorry, aber... ich glaube, ich werde die paar Minuten jetzt hier von den Zombies noch zur anderen Folge zusammenschneiden. Ist ja halt 50 Minuten lang, ist mir egal. Leute, ich wünsche euch was. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Bis zum anderen Let's Play-Projekt. Bis zum neuen Let's Play. Macht's gut, haut rein. Ciao.